Hallo allerseits, danke für die schöne Einleitung mit den beiden Keynotes. Jetzt gehen wir mal in die technische Richtung rein. Wir haben ja ein Projekt, wir sprechen von Normen der Zukunft. Normen der Zukunft, das sind ja diejenigen Normen, die wir gerne jetzt schon hätten, damit wir reinschauen könnten, wie wir das, was wir tun müssen, denn richtig täten, wenn wir schon wüssten, wie es geht, damit wir es dann im Anschluss in Normen niedergeschrieben hätten. Wir schauen also mal in ein Projekt hinein, das sich im digitalen Testfeld befindet. Das ist eines der größten Projekte aktuell im digitalen Testfeld. Mit namhaften Partnern von BMW über Huawei, über Rode und Schwarz wird die ganze Kette abgebildet, von Forschung bis zur Entwicklung von Fahrzeugen. Da sind Fahrzeughersteller dabei, da sind Kommunikationsunternehmen dabei. Und das ist auch genau der Grund, warum diese Kette so gestaltet ist, dass man verschiedene Domänen nimmt, zusammenbringt, die zum Reden bringt, damit von Anfang an diese Frage der Anforderungen, was brauchen wir eigentlich von der Technik, und die Frage der Leistungsmöglichkeiten, was können wir eigentlich mit der Technik erreichen, in einer Applikation zusammenwachsen und man konkret wird. Man hat immer beim autonomen Fahren die Herausforderung, dass die einen sagen, und da ist es egal, ob das jetzt ein 5G-Mobilfunkgerät ist oder ob das ein Sensor ist, die einen sagen, was könnt ihr mir denn maximal an Sichtweite geben? Und die anderen sagen, naja, das hängt davon ab, was braucht ihr denn? Weil das auch immer davon abhängt, wie teuer man denn den Sensor kaufen möchte. Und wenn man jetzt mit dem Militär spricht und sagt, was habt ihr für Radare? Und dann kosten die 150.000 Euro das Stück, dann können die viel leisten. Und wenn man jetzt zum Auto geht und sagt, wir hätten gerne einen für 200 Euro, dafür nehmen wir eine ganze Menge, dann können die vielleicht weniger leisten. Das heißt, man muss die Leute zusammenbringen und gemeinsam herausfinden, was wirklich geht. Ich komme vom Fortis. Fortis haben wir gerade schon gehört, gemeinnütziges Landesforschungsinstitut mit dem Motto vom Sensor zum Geschäftsmodell, bei dem wir uns damit beschäftigen, wie wir diesen enormen Anforderungen an die autonome Systeme begegnen können. Systeme, bei denen der Mensch als Rückfallebene letztlich wegfällt, Systeme, bei denen KI nicht mehr wegzudenken ist. Wir haben viel gehört gerade über KI. Ich habe mich besonders gefreut über das Beispiel mit dem AlphaGo von Professor Henning, denn das greife ich gleich noch selber auf, muss ich nicht erklären. Ich sage noch eins zum Schach. Schach war schon lange vorher von den Maschinen geknackt. Die Weltmeister, wo man dann vielleicht sagen würde, die hätten dann 3000 Spielstärke, da sagt man dann, die Maschinen, die haben dann 4000. Das ist keine Konkurrenz mehr. Die Maschinen fegen die Weltmeister weg. Das war schon so, bevor Google das AlphaGo gemacht hat und dann das Go revolutioniert hat. Danach ging es aber weiter, weil nämlich Google danach sich mal mit Schach beschäftigt hat und dann haben die auch das Deep Learning übertragen auf das Schach. Und dann haben sie die traditionellen Schach-KI-Algorithmen, die wir haben, Stockfish ist da bekannt, ist wahnsinnig starke KI, weggefegt. Und Schach hat jetzt eigentlich zwei Revolutionen ausgelöst im Schach. Zum einen bereiten sich heute, also die KI durch das Deep Learning, hat Folgendes erzeugt. Die Leute spielen viel breitere Eröffnungen, weil man kann sich mit dem Computer so vorbereiten, dass ein Mensch nicht konkurrieren kann. Also will ich am Anfang was spielen, worauf die anderen sich nicht vorbereiten konnten. Und es gab früher das romantische Schach, wo man gesagt hat, ich will dynamisch spielen. Aktivität ist wichtiger als Material. Wenn ich eine Figur verliere, ist das nicht so schlimm, solange ich Aktivität habe. Dann kam die erste Revolution der Roboter, wo man dann festgestellt hat mit den Computern, was für ein enormes Verteidigungspotenzial eigentlich in jeder Stellung drinsteckt. Und da haben die Leute angefangen, konservativer zu spielen. Und jetzt, dieser neue Schachalgorithmus auf dem Deep Learning basierend, der hat sich dann der aktuellen Schach-KI gewidmet und hat die plötzlich mit einem romantischen Schach weggefegt. Hat also gezeigt, dass das gar nicht gestimmt hat, was wir gedacht haben, dass Aktivität doch wichtig ist. Und wenn Sie mal nachher zu Hause sind, schauen Sie sich mal auf YouTube so eine Schachpartie an, die auf Deep Learning basiert. Am besten eine Expertenanalyse. Wir entwickeln in dem Bereich Architekturen, kognitive Strukturen, um mit den Anforderungen umzugehen und versuchen einen Beitrag zu leisten dazu, wie man den enormen den Umgang mit Systemen abbilden könnte, die KI als Bestandteil haben, wenn sie quasi nicht deterministische Fehler erleben. Heute bin ich aber hier für Providencia. Wenn wir Providencia besprechen, dann müssen wir über Verkehr sprechen und da haben wir mal zwei Zahlen. Volkswirtschaftlicher Schaden pro Jahr durch Stau, durch Unfälle, 100 Milliarden durch Stau, 34,4 Milliarden durch Unfälle. Wir haben pro Jahr 2,5 Millionen Unfälle von der Polizei erfasst in etwa. Wir haben so 3.000 Verkehrstote pro Jahr, 70.000 Schwerverletzte. Bei diesen 100 Milliarden Euro durch Stau, da muss man auch bedenken, dass in Zeiten des Klimaschutzes hier pro Tag 33 Millionen Liter staubedingter Kraftstoffverbrauch dabei sind, die man nicht haben möchte. Und es zeigt sich immer mehr, dass wenn man mehr über den Verkehr wüsste, zu jeder Zeit, wenn man genau wüsste, wo ist welches Fahrzeug, nicht wer fährt da, aber was fährt da, in welcher Position, mit welcher Geschwindigkeit, dann könnte man mehr machen, um den Verkehr sicherer zu machen und ihn besser zu steuern. Wir suchen also in Providencia nach einem geschickten Dreiklang, nach einer optimalen Verbindung von intelligenter Kommunikation, intelligenten Fahrzeugen und intelligenter Infrastruktur.
Wenn wir die zusammenbauen, dann erhalten wir etwas, was wir einen digitalen Zwilling nennen. Das soll der digitale Partner, wir haben es eben als digitalen Schatten gehört, der Autobahn werden. Wo wir heute eher Steine haben, auf denen Metallboxen langfahren, haben wir danach Computersysteme, die genau wissen, was los ist. Eine Art Metaverkehrsbewusstsein. Darin ist datenschutzkonform enthalten die Position von Fahrzeugen, die Geschwindigkeit, die Orientierung, vielleicht Blinkersignale. Und wenn Sie das natürlich haben im Auto, wenn Sie das irgendwie über Kommunikation zugreifbar gemacht bekommen, dann können Sie auch einen Vorausblick entwickeln. Das heißt, Ihr autonomes Auto, was heute bei besten Bedingungen so 200 Meter weit gucken kann und bei schlechten Bedingungen, aber wenn Sie direkt hinter einem LKW fahren, vielleicht auch nur 20, 30, 40 Meter weit gucken kann, das kann dann vielleicht 1000 oder 2000 Meter weit schauen. Und dann können Sie vorausschauender fahren, proaktiver fahren, Sie erhalten eine digitale Autobahn. Der digitale Zwilling ist die Grundlage für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie können darauf einen Vorausblick entwickeln, Sie können Stauenden erkennen, Sie können versuchen, den Verkehr zu beeinflussen auf einem nie dagewesenen Niveau. Heutzutage haben Sie eine Brücke, da steht dann 100, 100, 100, 100 in vier Schildern, dass Sie es auch wirklich sehen, und dann müssen alle Autos 100 fahren. Aber wenn Sie jetzt aus der Technik sich Schwingungen vorstellen, einer bremst mal stark, der nächste bremst stark, es entsteht ein Stau. Sie wollen das dämpfen, das machen Sie nicht so richtig, indem Sie allen Autos sagen, ihr fahrt jetzt 100. Das machen Sie, indem Sie den richtigen Autos sagen, ihr nehmt mal genau an der örtlichen Stelle die Geschwindigkeit weg. Dann können Sie wie so einen aktiven Schwingungsdämpfer auf der Autobahn arbeiten. Aber nur, wenn Sie dieses Metaverkehrsbewusstsein haben, diesen digitalen Zwilling. Wie könnte das Ganze aussehen? Wir haben hier mal ein Video, wo Sie auf der rechten Seite einen Kamerastream sehen und auf der linken Seite eine Virtualisierung des Ganzen. Ich sage extra Virtualisierung und nicht Visualisierung, weil das nicht einfach nur bunte Bilder sind. Das ist eine semantisch aufbereitete Szene. Das ist eine Verkehrssimulationssoftware, in diesem Falle CarMaker von IPG, wo Sie direkt Ihre eigene Autonomie-Software für Ihr Auto anhängen können. Sie könnten quasi die Daten nehmen, die werden direkt übersetzt in etwas, was Sie an Ihre Software ankoppeln können. Das nennt man Driving to Simulation. Und direkt herausfinden, wie hätte Ihr Auto sich in diesem Verkehr verhalten. Gleichzeitig ist es sowohl maschinenlesbar als auch von Menschen lesbar. Und wenn Sie das machen wollen, dann brauchen Sie natürlich Sensorik. Jetzt geht es uns nicht so sehr um die Frage Infrastruktur oder Autos. Es geht uns darum, in jeder Situation das Maximum an Sensorik zu nehmen, was verfügbar ist, das Beste, was es gibt, das so zu kombinieren, dass wir das Richtige erkennen können, dass wir zuverlässig werden. Und die Wissenschaft fängt gerade an, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, nachdem ich jetzt mal erste Ideen habe, wie ich denn über mein eigenes Auto Aussagen treffen kann, ob mein Sensorset verlässlich ist, ob ich mich darauf verlassen darf in einem gewissen Umfang. Was mache ich denn, wenn Sensorinformationen von außen kommen? Wie müssen denn draußen Sensorinformationen erzeugt werden, damit ich mich jetzt als Betreiber eines Fahrzeugs auf diese externen Informationen verlassen kann? Ja, da wäre es natürlich schön, wenn es dann eine Norm gäbe, in der man nachschauen könnte, wie denn diese Informationen erzeugt werden sollen. Wir haben uns ein Testfeld ausgesucht bei Garching, da ist BMW, das ist ganz praktisch, die haben viele Fahrzeuge zum Testen, die kann man dann da immer durchschicken in Schleifen durch das Testsystem. Und dann müssen Sie sich fragen, wo setzen Sie denn Ihre Sensoren hin, wie bringen Sie die an, was sind die Befestigungsmöglichkeiten, wie muss das sein in Abhängigkeit der Straße, und das ist überall ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, ob Sie da jetzt Schallschutzwände haben oder Sicherheitsplanken, ob Sie Masten haben, ob Sie Infrastruktur haben, in die Sie sich integrieren können, ob Sie was Neues machen müssen. Und wie nah stellen Sie denn die Dinger zusammen? Wie weit machen Sie die auseinander? Je weiter auseinander Sie gehen, desto kostengünstiger wird es, aber desto schwieriger wird es natürlich auch für Ihre Detektionstechnologie. Sind dann auch rausgegangen, haben das Ganze ausprobiert. Im digitalen Testfeld ist das immer schön mit den Behörden. Man fragt dann, wie würde das funktionieren, wie sollen wir das machen? Und dann sagen die, ja, das wissen wir auch nicht, aber wir sind ja im digitalen Testfeld, lass es uns gemeinsam rausfinden. Dieser Mast, den Sie da sehen, wenn Sie mal nach München kommen und Sie fahren mit der Autobahn raus zur Technischen Universität München und bei Garching oder Sie fahren zum Flughafen, den Mast sehen Sie direkt neben der A9. Und das wird die erste 5G-Basisstation in München, die wir dort aufbauen, um die Autos dann direkt mit 5G anzubinden und dann zusammen herauszufinden, was können wir eigentlich leisten. Stellen wir die Autobahn von der Seite, wenn Sie da hingehen, kommt in 5 Minuten die Polizei und fragt, was machen Sie da neben der Autobahn, dann zeigen Sie denen hoffentlich Ihre Genehmigung, dass Sie auch angemeldet sind. Und dann sagen die, gut, dann sind wir da auf die Brücken gegangen und haben oben solche Messgeräte installiert. Da sehen Sie Kombinationen aus Kameras und Radaren und Kommunikationstechnik. Hier noch herkömmliche Kommunikationstechnik, bald mit der 5G-Basisstation. Wir haben Radare und Kameras kombiniert, weil nämlich nicht ein Sensor der beste ist. Sonst ist ganz klar, verschiedene Sensoren haben unterschiedliche Schwächen und Stärken. In der Kombination liegt dann die Wahrheit. Das ist ganz praktisch, wenn Sie so aus mehreren Richtungen auf ein Autobahnszenario draufschauen können, weil wenn Sie mal nach unten links gucken,
dann sehen Sie da drei Autos so ineinander gemanscht. Und wenn Sie sich jetzt die KI angucken und Sie lassen das State-of-the-Art Bilderkennungsverfahren drüber laufen, stellen Sie schnell fest, dass das eine klassische Situation wäre, wo eine KI gerne sagt, das ist eigentlich ein Auto. Das ist eigentlich ein Auto, ein Mensch sieht das sofort, das sind drei Autos, eine KI sagt gerne mal, nö, das ist so ein einsames Ding. Oben rechts, das wird wunderschön aufgelöst. Die blauen Boxen sind Radardetektionen. Und Sie sehen hier, dass wir oben rechts auch drei Radardetektionen haben, unten links haben wir gerade nur eine. Das ist vielleicht auch eine Reichweitenfrage, wie günstig ist das jetzt? Sie sehen oben links einen weißen Van, den Sie fantastisch sehen können, und unten rechts denselben weißen Van, der einfach versteckt ist, durch eine Verdeckung. Das heißt, mehrfache Perspektiven sind unheimlich hilfreich. Aber wenn Sie jetzt mehrere Sensoren haben, dann können Sie natürlich, müssen Sie irgendwie die zusammenbringen. Der eine Sensor sagt, das ist 10 Meter weit weg, der andere sagt, das ist 20 Meter weit weg, der andere sagt, da ist überhaupt nichts, was hier, das sagt ihr überhaupt. Das heißt, Sie haben links die einzelnen Sensoren und rechts dann das fusionierte Bild. Das sieht dann in etwa so aus. In Rot die Boxen, das sind die Kameradetektionen, und in Blau, das sind die Radardetektionen. In Purpur auf der anderen Seite, das sind dann die fusionierten Objekte. Unten sehen Sie ein bisschen die Toolchain, das geht also von Sensordetektion über einen Tracking, über eine Fusion, in ein einheitliches Umgebungsmodell. Das ist uns eine wichtige Aufgabe. Wir haben also verschiedene Autos, wir haben gemischten Verkehr, die fahren da durch. Wir wollen letzten Endes aber ein gemeinsames Verständnis von einem digitalen Zwilling. Wir wollen jetzt ungern irgendwie auf denselben 100 Metern 500 verschiedene digitale Zwillinge haben, wo jeder sagt, alle Autos sind woanders. Sondern wir wollen irgendwie so nah wie möglich an die Realität rankommen. Das können wir sowohl aus der Simulation machen, als auch aus der Messung. Das heißt, vorne diesen ersten Block mit Detektionen können wir einfach die Sensoren abkoppeln und durch unsere Sensorsimulationen ersetzen. Das ist ein Bild, davon gibt es auf der Welt noch nicht so viele. Das heißt, genießen Sie das mal, dass Sie das hier frühzeitig sehen können. Das grüne Auto, was unten rechts ist, ist von Elektrobit. Das kann auch alleine über die Autobahn fahren. Und jetzt haben wir eine neue Nomenklatur hier. Wir haben ja diese türkisen kleinen Kreise, da steht rechts LIDA, das Laserscanner, und das Elektrobit-Auto hat vorne einen Laserscanner, der vorne am Auto diagonal aufgeht, und es hat hinten einen Laserscanner, ich zeige es ja wie im Flugzeug, der nach hinten aufgeht. Das heißt, Sie sehen direkt links und rechts von dem Auto, da sind gar keine solchen türkisen Punkte, da sieht das Auto nichts. Zumindest mit dem Laser, die haben auch Radare und sowas. Hinter Ihnen das Auto ist ganz fantastisch abgedeckt, das sehen Sie ganz sicherlich mit dem Laser. Die drei Autos direkt vor Ihnen sehen Sie auch noch. Und dann ist eigentlich Schluss. Das heißt, das Elektrobit-Auto kann hier nur diese vier Boxen um sich herum richtig gut sehen. Und das liegt jetzt nicht an Elektrobit, das liegt an der Physik der Sensoren. Sie können mit dem Laser nicht so gut durch Metall durchgucken, gar nicht, können Sie nicht. Sie können mit dem Radar vielleicht noch so unter einem Auto durchgucken. Aber wenn Sie mal ganz da hinten an den Horizont gucken, das sind so kleine grüne Zahlen. Und das ist die Fernbereichsdetektionskamera, die auch in der Infrastruktur drin ist. Das heißt, mit einem einzigen Infrastrukturelement haben wir hier in dem Prototyp die Reichweite des Autos, die Sichtweite, einfach mal versechs- oder versiebenfacht. Das wäre jetzt natürlich durch mehr Messpunkte beliebig weit ausdehnbar, wobei dann die Frage ist, wo ist denn die Grenze Ihres digitalen Zwillings, was ist dessen Ausdehnung? Und auf der anderen Seite die Frage natürlich immer ist, bauen Sie es jetzt überall oder machen Sie es nur in kritischen Stellen, vielleicht an Ausfahrten, vielleicht da, wo es viele Unfälle gibt. Wenn wir jetzt eine Autobahn haben, die lernt, sich selbst wahrzunehmen, Dinge zu sehen, wäre es natürlich schön, eine Autobahn zu haben, die auch lernt, sich selbst ein bisschen zu begreifen, zu verstehen, was ist eigentlich los auf der Autobahn. Das heißt, wir haben neuronale Netze mit Daten gefüttert, um zu gucken, ob wir erkennen können, dass bestimmte Situationen auftreten. Und wenn wir das haben, wäre es natürlich auch schön, wenn die Autobahn lernen könnte, Vorschläge zu machen, was denn ein sinnvolles Verhalten wäre. Das heißt, hier sehen Sie mal die AlphaGo-Variante aufs Auto angewendet, wo das Auto, was im Zentrum der roten Linien steht, Informationen über die Positionen der Fahrzeuge außenrum erhält, und rechts sehen Sie eine empfohlene Beschleunigung. Und dann können Sie sich das angucken, dann fragen Sie sich natürlich, ja, ist das jetzt richtig? Also wie validieren Sie das eigentlich? Das Netzwerk macht Vorschläge, jetzt sagt der Spurwechsel nach links, ist ja ganz, sieht ja ganz vernünftig aus, nur letzten Endes so richtig verlassen drauf können Sie sich nicht. Aber gleichzeitig ist das meistens die beste Art, eine Strategie zu kriegen, weil diese neuronalen Netze einfach überall in allen Wettbewerben und auch in der Praxis die meiste Leistung rausholen mittlerweile. Wenn Sie Zeit haben, die zu trainieren, und wenn Sie die Rechenressourcen dafür haben und die Daten vor allen Dingen. Letzten Endes haben wir es hier entkoppelt, und der Algorithmus, der dann die Entscheidung trifft, ob wir uns jetzt dieser Strategie folgen und wirklich einen Spurwechsel machen, der ist dann mit traditionellen Algorithmen gemacht, die wir besser verifizieren können. Der prüft, ob da auch wirklich Platz ist.
Sie können natürlich das alles nur dann gut zusammenbringen, wenn Sie Kommunikation haben, wenn Sie also Autos ansprechen können und wenn Sie eine Autobahn haben, die sich selbst beobachtet, wahrnimmt, die sich selbst versteht, die ein bisschen in die Zukunft gucken kann und sagen kann, ich sage euch nicht nur, was der digitale Zwilling jetzt ist, ich sage euch auch, was der digitale Zwilling in 10 Sekunden ist. Das heißt, wohin bewegen sich denn meine Objekte genau? Was planen die denn für Manöver? Gibt es hier ein typisches Verhalten? Und wer könnte das besser lernen als die Infrastruktur an der Stelle selbst, weil die genau auf diesen Ort optimiert werden kann? Dann könnten Sie mit einer guten Kommunikation andere schon warnen, bevor etwas passiert. Vorausgesetzt, die Kommunikation funktioniert. Und hier haben Sie mal, wenn Sie links anfangen, stehen Sie unter einem Mobilfunkmasten in dem Diagramm. Wenn Sie jetzt weiter sich davon entfernen nach rechts, kommen Sie voll in den Mobilfunkkegel. Aber je weiter Sie weggehen, desto weniger Leistung haben Sie eigentlich noch. Und die Frage ist natürlich, wie viel Leistung brauchen Sie? Das ist das, was wir aufbauen. Wir verknüpfen das ganze Netz mit Mobilfunktechnik. Wenn Sie sich genauer anschauen wollen, kommen Sie einfach später noch auf mich zu. Wir bauen sowohl 5G als auch LTE auf. Und letzten Endes stellt sich die Frage, wie verknüpfen wir optimal alle diese Komponenten? Jetzt komme ich nochmal auf die Normen an sich zu sprechen, die wir ja gerne hätten. Weil wenn wir nämlich herausfinden würden, wie wir das optimal miteinander kombinieren, dann sollten wir es abbilden in Normen. Weil es sind nämlich Systeme, die uns alle betreffen. Da müssen wir uns darauf verlassen können. Die müssen richtig gemacht werden. Dafür brauchen wir Normen, die haben dafür unschätzbaren Wert. Wenn wir uns die Entwicklungszyklen angucken, wie schnell jetzt die autonomen Systeme sich weiterentwickeln, wie oft da neue Erfindungen gemacht werden. Und wenn man bedenkt, dass die Normen schon immer etwas hinterhergehen mussten, weil ja neue Erfindungen erstmal gemacht werden, diskutiert werden müssen, sich irgendwie bewähren und dann finden sie ihren Weg in die Normen typischerweise. Und man feststellt, dass man immer bessere Entwicklungswerkzeuge braucht, um überhaupt autonome Systeme so schnell entwickeln zu können. Dann heißt das auch, dass man bessere Entwicklungswerkzeuge braucht, um Normen zu gestalten. Da muss man neue Wege denken, da muss man auch mal überlegen, ob man Teile der Normen vielleicht teilautomatisiert generieren könnte, wenn neue Daten irgendwie entstehen und ausgewertet werden, ob es da formale Sprachen gibt, die man nutzen könnte, die einen nicht einschränken sollen, aber gleichzeitig einen zwingen, sich strukturiert mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und letzten Endes müssen solche Normen dann auch maschinenlesbar werden. Lesbar für Menschen, lesbar für Maschinen. Denn mit einer Zettelwirtschaft kann man mit dem aktuellen Entwicklungstempo dann nicht mehr mithalten. Deswegen denke ich, dass Sie hier heute noch viel Interessantes darüber hören können. Ich wünsche Ihnen da viel Spaß in den Sessions. Wenn Sie Fragen zu Providencia haben, zu 5G, zum autonomen Fahren, zu den Systemen, kommen Sie gerne auf mich zurück.